Moin, herzlich willkommen hier zur Donnerstagsausgabe. Let's Play LS17, Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map, 2-1 ohne Gräben. Feld 45, wir ernten, vollautomatisch. Mehr oder weniger, also mit ganz, ganz wenigen Eingriffen nur noch. Ich hatte ja gestern schon gesagt, dass mein Save-Game nach zerschossen war, sodass ich nochmal mit der Ernte von vorne beginnen musste auf Feld 45. Grasfeld 7 ist auch noch nicht geerntet, da wo die Rüben drauf sind. So ein Ärger, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber hey, so ist das Leben. Und ja, ich habe jetzt hier mal noch eben, sag ich mal, schon mal ein bisschen vorgearbeitet gehabt, bevor gestern dann die Folge kam, damit wir nicht komplett noch drauf warten müssen, dass das Feld hier überhaupt erstmal erntereif ist und so weiter und so fort. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Das hier läuft jetzt erstmal. Ja, die Cargo Lines stecken im Verkehr fest. Eine hat durchdrehende Reifen. Gucken wir mal, was sie wollen. Ich kann es mir vorstellen. Ja. Also, ich habe hier immer noch nicht den passenden habe also noch meinen geänderten Mod, ne? Das ist liegt daran, dass das diese Zugmaschine ist, die so schlecht zu steuern ist. Und da habe ich zwar schon dran gearbeitet und entweder habe ich die noch nicht hochgeladen oder ich habe einfach, es hat noch nicht funktioniert, was ich da dran verändert habe. Das müssen wir mal schauen, das behalte ich aber mal im Auge. So, aber ansonsten funktioniert das mit dem automatischen Abfahren echt dufte. Kann man nicht anders behaupten. Was habe ich denn überhaupt noch sonst für Früchte? Oh, hier unten habe ich überall Mais. Jai. Das heißt, hier gibt es dann eine schöne Häcksel-Session. Häcksel-Session? Okay. Ja. Gerste, Weizen ohne Ende, Haferflocken ohne Ende. Wir haben auch noch Geld. Wie viel Geld haben wir noch? 2,2 Millionen. Hallo. Warum rafft ihr das denn nicht so von wegen Kollision und sowas? Weil ihr doof seid? Liegt das am Mod? Kann man das irgendwo einstellen? Ist das ein Cosplay-Problem? Kann man das hier einstellen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Wie dem auch sei. Wir sind hier auf jeden Fall fein, säuberlich am Ernten. Mal durch, was sie alle so machen. Oh, er hat noch nicht mal das erste Vorgewende fertig. Da kommt der zweite Drescher hinterher. Da stehen die. Ja, ich verstehe nicht, warum der Kurs so komisch berechnet war, aber ist ja hier immer nur so ein Mühe hat, aber egal. Muss wahrscheinlich so sein. Ja, hier sind wir am Lager. Ah, hier kann auf jeden Fall noch produziert werden. Da gibt es noch Paletten. Das ist schon mal gut. Ach, ich hatte da doch auch irgendwann mal. Ja, doch, die Bienenkörbe habe ich aufgefüllt. Alles klar. Ich hier aber dann auch mal wegholen. Ne? Scheinen ja auch fertig zu sein.
Ruinenkörbe. Schauen wir hier nochmal, was hier denn noch so geht. Hauer, hauer, ha. Hier muss unbedingt ein Zwischenlager hin. Unbedingt. Unbedingt. Kommt auch. Mal gucken, ob ich da am Wochenende jetzt zu kommen, das fertig zu machen. Ist eigentlich geplant, aber ich kann es euch noch nicht versprechen. Okay, hier wird nicht mehr gearbeitet, weil die keine Baumstämme mehr haben. So. Also holen wir mal eben schnell Baumstämme aus dem Wald. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das nicht auch in der anderen Folge schon gemacht habe. Wie gesagt, mein Savegame war weg, das sagte ich ja schon. Ja. Morgen Livestream mit zumindest erstmal im Teamspeak mit Leuten von der Warteliste, die sich zum Mitspielen beworben haben. Ich habe also tatsächlich 14 Leute angeschrieben, die bei uns auf der Warteliste standen. Also alle, die auf der Warteliste standen. Und alle, die sich bis morgen, 12 Uhr, Freitag, die auf meine E-Mail praktisch reagieren. Ihr braucht euch nicht irgendwie versuchen, neu zu bewerben. Nein, das mache ich nicht im Moment. Da gibt's nichts. Sind keine Slots frei. Wir haben nämlich nur noch im Prinzip 4 Slots. Dann sind wir 16 Leute bei uns im Team und wir haben ja nur 16 Slots auf dem Server. Und daher, dann ist Feierabend. Und ja, ich habe 14 Leute angeschrieben. Einige haben schon geantwortet, haben gesagt, yo, ich bin dabei, ich komme dann in Teamspeak. Einer hat geschrieben, er kann nicht, er würde aber gern auf der Warteliste bleiben. Und einer hat geschrieben, er spielt schon woanders. Und von einigen habe ich gar nichts gehört. Also derjenige, der woanders spielt, den habe ich natürlich von der Warteliste dann runtergenommen. Und alle Leute, von denen ich nichts weiter höre, die sich nicht melden, die schmeiße ich dann auch von der Warteliste runter. Und wir haben eh das Problem, wie gesagt, wir haben 4 Slots frei und 14 Leute waren auf der Warteliste, jetzt noch 13. Tja. Also zum Stand jetzt sind praktisch noch 13 auf der Warteliste, wovon einige eben gesagt haben, ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Und da müssen wir dann erstmal gucken, wie wir das hinkriegen und wer denn jetzt überhaupt mitspielt und so weiter und so fort. Ihr versteht, was ich meine. Denke ich mal. So. Bei mir steht ja immer noch ein Test an. Das sagte ich ja auch schon mal. Ich will mal ausprobieren irgendwann, wie viele Paletten, also wie viele Leerpaletten ich hier aus einer Bretterpalette kriege im See, im Palettenwerk hier oben und im Palettenwerk unten. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, das sagte ich ja auch schon mal, dass das Palettenwerk hier oben einen höheren Verbrauch hat. Aber hey, sehen wir dann. Ja, das ist jetzt natürlich dämlich hier. Weil ich das der andere da so schiebt. Müsste ich ihm hier jetzt eigentlich sagen, pass mal auf, Kollege. Lass jetzt mal ab. Nee, du sollst nicht da in den Graben fahren. Sondern du sollst einfach mal zum Hof fahren. Mach mal deinen Job. So. Der steht jetzt nämlich hier und wartet darauf, dass er voll wird. Der hier hinten ist noch leer. Genau so soll's sein. Das funktioniert. Ja, Leute. Sonntag, 16 Uhr.
Und danach immer dienstags, donnerstags und samstags. 16 Uhr. Friesenjungen gegen Experience auf einer nordfriesischen Matchmap. Außer, oder auf einer NF-Matchmap oder wie man euch auch immer gerade nennen will. Wir spielen gegeneinander. Nur zwei Leute, kein Lohnunternehmer, keine Teams, nur Experience und ich. Und hat den ganz einfachen Grund, wir haben ganz, ganz wenig Zeit, Folgen aufzunehmen. Wir möchten das ganze Projekt gerne machen, wir haben da Bock drauf. Wir haben aber ganz wenig Zeit, Folgen aufzunehmen. Und wenn wir jetzt noch Teams hätten, dann finden wir gar keine Zeit wahrscheinlich, um unsere Folgen aufzunehmen. Und das wollen wir vermeiden. Und deshalb gibt es auch jetzt die erste Folge nicht am Samstag schon, sondern erst am Sonntag, weil wir nämlich am Samstag wohl erst zum Aufnehmen kommen. Ja, wir haben jetzt gerade erstmal so geklärt, was wir für Mods benutzen und ja, ich habe heute Abend keine Zeit zum Aufnehmen und morgen auch nicht, morgen ist Livestream, daher kommen wir erst Samstag zum Aufnehmen und bis das dann bearbeitet ist und hochgeladen und alles, ist es dann Sonntag. Ja, aber danach, wie gesagt, dienstags, donnerstags und samstags bei mir auf dem Kanal und beim Experience auf dem Kanal. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr alle zahlreich zuschaut und guckt und uns unterstützt. Und ja, schauen wir mal. So, was können wir jetzt noch machen? Unser 900er Vario ist ja hier unten fertig. Der hat das Feld gedüngt, das ist sehr schön für ihn. Das heißt, er kann eigentlich zurück zum Hof fahren. Machen wir jetzt mal. Da kaufen wir uns hier unten noch ein Feld. Gibt es hier noch eins, was uns noch interessiert? Da sind Kartoffeln drauf. Ne, Kartoffeln wollen wir nicht. Mais will ich eigentlich auch nicht. Roggen habe ich schon recht viel. Hopfen habe ich auch recht viel. Was ist denn auf den Feldern drauf? Sojabohnen interessieren mich nicht, Weizen interessiert mich nicht. Sonnenblumen interessieren mich nicht. Nö. Raps, da oben gibt es auch jede Menge Raps. Nö. Egal. Lassen wir erstmal so. Wir fahren erstmal zurück zum Hof. Und wenn wir am Hof angekommen sind, spätestens ist die Folge auch schon vorbei für heute. Ja, aber morgen gibt es dann ja Freitagsausgabe, morgen Abend Livestream, Samstagabend Livestream. Ich hatte erst gesagt, Samstagabend gibt es keinen, weil ich arbeiten muss. Hat sich geändert, ich muss Samstag nicht arbeiten. Und ja, daher Samstagabend Livestream, Sonntag weiß ich noch nicht, ob ich da noch Livestreame oder nicht, weil ich eigentlich Sonntag ein bisschen an den Mods arbeiten wollte. Sprich am Transportpack und also da will ich weiterarbeiten. Da wird es noch keinen neuen Release geben, aber beim Zwischenlager könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht zum Sonntag hin oder zumindest am Anfang der Woche hin dann auch irgendwie was kommt. Das schauen wir aber dann. Das kann ich euch auch noch nicht versprechen. Ich arbeite dran. Ja. Wir gucken mal, dass wir hier langsam mal zum Hof kommen. Übrigens der Kracher, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Vielen, vielen Dank euch. Über 1000 Downloads von meinem Transportpack. Ist echt der Hammer. Hätte ich nie mit gerechnet. Nie. Danke, danke, danke. Scheint euch ja zu gefallen. Mir ist auch aufgefallen, dass das Transportpack teilweise auf Modclaw-Seiten angeboten wird und das Zwischenlager auch. Also das geht da ja ruckzuck. Da kann ich dann nur sagen, wenn ihr es da runterladet, kann das sein, dass das nicht richtig funktioniert. Weil ich, also klingt jetzt total doof, aber es gibt also Versionen vom Transportpack, die von mir bewusst fehlerhaft gemacht worden sind und die dann teilweise auf Modclaw-Seiten angeboten werden. Auch wenn ihr die da runterladet.
ja, habt ihr Pech. Ladet die über die Alice Mod Company oder Forbidden Mods runter. Da gibt es, also ich habe es bei der Alice Mod Company eingestellt, Forbidden Mods hat das übernommen. Das ist aber auch überhaupt kein Problem. Die beiden Seiten arbeiten ja wohl zusammen. Habe ich auch keinen Stress mit. Beide haben den Original-Download-Link und darüber könnt ihr euch das Paket runterladen, auch das Zwischenlager und so. Guckt bei der Alice Mod Company, da sind die Original-Download-Links. Darüber kriegt ihr auf jeden Fall das Paket, was nicht bewusst mit Fehlern behaftet ist. Bei den Mod-Klau-Seiten kann ich da nicht für garantieren. Will ich auch nicht für garantieren. Ja, ist vielleicht ein bisschen, mag vielleicht fies klingen, aber ja. Nein. Ich lade mir nichts bei Modclau-Seiten runter und wäre schön, wenn ihr das genauso wenig macht. Und wenn ihr da uns Modder unterstützt. Und ja, ansonsten, ihr wisst ja, achso, übrigens auch, ne? Danke für die ganzen Abos. Also jetzt an diesem Dienstag, wo ich das aufnehme, beziehungsweise jetzt Mittwoch früh, seht ihr ja 0.16 Uhr, 865 Abos, glaube ich. Ist auch der Hammer. Das ist echt, echt voll krass. Na gut. Ich bedanke mich bei euch für jedes Abo, für jeden Kommentar, jedes Like, jeden Download von den Mods und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir weiter treu bleibt. Irgendwie, ich weiß nicht, wer war denn das? Irgendein Talkmaster hat, glaube ich, früher mal gesagt, bleiben Sie uns gewogen. und ja, also bleibt mir gewogen, was auch immer das jetzt so wirklich genau zu bedeuten hat. Und schaltet gerne beim Livestream ein und schaltet auch gerne bei unserem neuen Projekt zusammen mit dem Experience ein. Wenn wir hier auf der Matchmap spielen und gucken, wer denn hier wirklich der echte Bauer ist. Nein, der echte Bauer ist natürlich auch Quatsch gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen und deshalb schalte ich jetzt ab und ja, ihr guckt hoffentlich morgen wieder rein. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.